Was hast du denn hier? Bist du denn sicher, dass das zum Angeln ist? Ja, absolut zum Angeln. Das ist nämlich der Köderritter. Damit kannst du nämlich die Köder, die wir sonst im Wasser gelassen haben, wieder rausholen. Und man kann genau da angeln, wo auch der Raupe steht, nämlich direkt ans Hindernis werfen, auch mit teuren Ködern. Wenn ich daran denke, wie viele Köder wir schon verloren haben und was für Geld das gekostet hat. Ja, ich werde jetzt mal einen Hänger machen hier und werfe direkt in das Gestrüpp rein und wir kriegen das Ding damit wieder raus. Du hast mit dem Teil schon Köder rausgeholt auch? Ja. Aha. Also jede Menge, kann man sagen. Das ist ein Hänger, der hängt bombenfest. Da bist du garantiert, wenn du weiter anreist, dein Köder los, der teuer ist, dein teures Vorfach los. Und wenn du Pech hast, verlierst du auch noch 5 Meter Schnur. Und das ist jetzt eine Sache, wo der Köderritter super zum Einsatz kommen kann. So, jetzt gibst du dir die Schnur frei. Mhm. So, dann Bügel wieder rumgelegt. Und dann nimmst du den Köderritter. Du nimmst die Fangschlinge, fädelst die unter die Gummilippe. Achso, die Gummilippe legt sich dann da drüber, genau. Und hält die Schlinge praktisch auf dem Weg zum Köder. Okay. Und dann führst du die von oben durch den Ring dahin. Da, damit du hinterher die Fangschlinge leichter durch dieses Langloch führen kannst. Ach, die Schlaufe kommt also durch dieses Langloch und nach draußen wieder raus. Nachdem du die Angelschnur in den Ring eingefädelt hast. Ich nehme mir die Hauptleine, die zum festhängenden Köder führt. Ja. Und dann führe ich die über diesen V-förmigen Schlitz. Okay. Führe ich die in das Innere des Rings. Ach so, und jetzt fädelst du die Schlaufe durch die, genau, durch das Langloch und hast dann ganz ein, genau, System, wo die Schnur drin ganz laufen, genau, kann. Also der Schlitz. Hier die Schnur zum Köder. Ja. Und so ist er dann in der Ringmitte. Und dann fädelst du durch das Langloch, was wir vorhin gesehen haben, die Schlaufe nach außen. Und dann hast du das System um die Hauptleine geschlossen. Okay. Ja. So, dann hake ich die in den Wirbel ein. Den Wirbel hat jeder Angler eigentlich in seiner Angelkiste. Dann nimmst du einen sehr stabilen, am besten so einen Seewasserwirbel, hakst die Fangschlinge ein, schließt den Wirbel und dann versuchst du einen möglichst steilen Winkel zu deinem festhängenden Köder hinzukriegen. Okay. Das heißt, Rollenbügel schließen, anziehen und dann soll er abgehen. Richtung Hänger. Ganz genau, ins Wasser Richtung Hänger. So, jetzt läuft der bis zum Köder runter. Du hast immer Spannung die ganze Zeit? Immer Spannung. Genau. Und wenn ich merke, zieht nicht mehr dass nach, keine, ne, Schnur mehr genommen wird, dann wickle ich die Schnur einfach auf. Gucke, ob ich Kontakt habe zum Köder und reiße einmal an. Und kann dann auch mit der Schnur den Köderritter wieder mit einkurbeln. Genial. So, und jetzt siehst du, dass die Fangschlinge im Köderritter den Köder genau umfasst hat. Du verlierst weder Köder noch Vorfach, was ja auch teuer ist, das Titanvorfach. Mhm. Und hast nicht das Gerödel mit neu anbauen, sondern kannst Köderritter abmachen und sofort wieder anfangen zu angeln. So, nun du, jetzt wirfst du den voll rein in das Gebüsch.